Nächster Punkt. Vergessen wir einfach, dass die letzte Nacht schlecht war. Richtig schlecht. Das hier sind meine 5 Gründe, warum es gut ist, dass wir Bett wechseln und abstillen. Bedarf. Ihr persönlicher Bedarf geht zurück, deswegen geht auch die Milchmenge zurück. Somit nutze ich gleich die Zeit. Nächster Punkt, Erfolg. Selbst wenn ihr in den letzten Nächten nichts gelernt habt, eins hat sie auf jeden Fall gelernt. Sie hat gelernt, entspannt und ohne zu schreien und ohne zu weinen, in ihrem Bett einzuschlafen. Selbst wenn sie nicht durchschläft in den nächsten Nächten und auch nicht in den nächsten Wochen, ist es genau der richtige Moment gewesen, um sie an ihr Bett zu gewöhnen. Weil sie keine Angst hat, sie hat keine Verlustängste und das ist doch, das wollen wir doch alle. Wir wollen doch alle, dass sie entspannt sind und ruhig, oder? Dass sie sich gehen lassen können und keine Angst haben müssen. Nächster Punkt. Kennt ihr das Sprichwort Happy Wife, Happy Life? Das nenne ich Happy Mom, Happy Baby. Das ist das Wichtigste. Wenn das Timing stimmt und die anderen Punkte, die ich gesagt habe, wird sie gut schlafen. Wenn sie gut schläft, schlafe ich gut. Somit schlaft meine ganze Familie gut und wir können in der Früh aufstehen und haben genug Energie, um den Tag zu genießen, am Spielplatz zu gehen, etc. Niemand möchte eine Mami, die keine Kraft hat, um ihr Kind zu heben oder auf den Spielplatz zu gehen. Oder? Nummer 5, weil es sich einfach richtig anfühlt. Wenn der Moment gekommen ist, werdet ihr es wissen. Es fühlt sich richtig an. Ihr wisst, warum ihr das macht. Ihr wisst, was ihr bezwecken wollt. Ihr wisst, dass die Kinder damit einfach angenehmer schlafen, dass es ihnen besser gehen wird. Genau dasselbe Thema mit dem Töpfchentraining. Es hat keinen Sinn, ein Kind mit 12 oder 13 Monaten ans Töpfchen zu gewöhnen. Wenn es noch nicht bereit ist, wird es nicht machen. Und genau so ist es beim Schlafthema. Wenn das Kind nicht bereit ist, manche sagen dann halt, es hat noch nicht die geistige Reife. Aber wenn es noch nicht bereit ist oder einfach nicht will, wird es nicht funktionieren. Und mit Druck hat es keinen Sinn. Es dauert nur länger und beide Seiten sind frustriert und dann wird es nur noch schlimmer. Das ist einer der Tipps, die ich als Mami geben kann. Hört auf, euren Kindern vorgefertigte Linien aufzupressen. Ja, es hat früher besser funktioniert, angeblich. Völliger Unsinn. Die Kinder werden nicht verhätschelt, nur weil sie nach ihrem eigenen Rhythmus erzogen werden. Ich bin deswegen trotzdem eine sehr strenge Mama und ich glaube, jeder, der mich wirklich kennt im Privatleben, weiß das, dass ich sehr streng mit meinen Kindern bin. Aber ich bin trotzdem liebevoll und ich möchte, dass es ihnen gut geht und ich möchte, dass sie sicher sind. Und das ist das Allerwichtigste. Das war jetzt einfach mal ein kurzes Info von mir. Das Schlafupdate folgt morgen. Bis jetzt hat sie ganz gut geschlafen heute Abend und somit werde ich jetzt einfach mal meine 5 Gründe an euch so stehen lassen. Wir sehen uns morgen. Bis dann und wünscht mir eine gute Nacht. Gute Nacht! Hallo, hier ist wieder Irina von Mamisu, heute wieder im Office. Ich brauche ein bisschen gutes Mojo. Aber noch habe ich es nicht gefunden. Ich weiß nicht, wo es ist. Es ist von mir davongelaufen. Im strömenden Regen. Na gut. Es ist jetzt eine Woche vergangen. Morgen ist es eine Woche. Fazit aktuell, es ist gut, dass wir das begonnen haben. Ich habe es gestern Abend eh auch schon mal gesagt. Es ist super mühsam, aber es wird sich lohnen. Und ich bin davon überzeugt, dass nur die Kontinuität helfen wird. Es muss sowieso jeder machen, wie er das möchte. Ja? Es muss in unseren Familienalltag passen. Für uns ist es wichtig, dass die Kinder ausgeruht sind, wenn möglich ein- bis zweimal untertags schlafen können, um einfach die Möglichkeit zu haben, Dinge zu verarbeiten.
Bis zum vierten Lebensjahr zum Beispiel gibt es eine Studie, die besagt, dass Kinder unter 4 am Tag Minimum eine halbe Stunde Auszeit brauchen. Geistige Auszeit. In Form von Schlaf oder Ausruhen oder ähnliches. Es gibt ja natürlich Kinder, die den Schlaf verweigern, auch mittags. Das ist ja, gibt es immer wieder. Aber wenn es möglich ist, versuchen wir die Kinder mittags nochmal hinzulegen. Weil es gibt so viel Input, das sie verarbeiten müssen. Wenn man das absichtlich bis zum Abend lässt, zu denen die Kinder dann am Abend nicht unbedingt entspannter sind, wenn sie untertags nicht geschlafen haben, wenn sie es noch brauchen. Ich denke, dass wir das noch ein bisschen weiterführen müssen. Ich werde nach dieser Woche nur noch ein Video, pro, also ein oder zwei Videos in der Woche posten diesbezüglich, weil ich habe noch so viele andere Videoideen, die ich noch umsetzen möchte. Und also keine Sorge, es kommen sicher noch welche. Aber dem Thema Schlafen müssen wir jetzt einfach ein bisschen Zeit geben. Das Setup steht, sie weiß sozusagen, was wir möchten. Sie schläft immer schneller ein. Sie kommt einfach gut zur Ruhe, weil sie weiß, was auf sie zukommt. Das war bei Raphael ganz genauso. Und jetzt geht es nur noch daran, dass sie sich dem langsam und in ihrem Tempo anpasst. Gut. Trotzdem jetzt nochmal zur Info, wie die gestrige Nacht war. Sie wurde um 7:30 erst hingelegt, ist sich zeitlich leider nicht anders ausgegangen. Nach dem Kindergartentag hat sie zu Mittag ungefähr 2 Stunden geschlafen, danach aber dafür nicht mehr. Sie konnte, also wir haben sie versucht, am Nachmittag nochmal hinzulegen, aber sie konnte dann nicht mehr einschlafen. Sie war wahrscheinlich ein bisschen aufgedreht und am Abend eben um 7:30 ins Bett, nach dem normalen Abendritual. Und dann ist das erste Mal aufgewacht um 21 Uhr, also ja, weniger als 2 Stunden, gut. Und da hat sie nochmal einschlafen können mit Bauchstreicheln bzw. Kopfstreicheln. Und das zweite Mal aufgewacht ist sie um kurz vor 22 Uhr, wie gesagt, das ist ihre Zeit, das ist eh klar. Und dann hat sie nochmal ein ganzes Fläschchen getrunken mit Brie. Das waren, also ein ganzes Fläschchen. Ich habe diese halbgroßen von Life Factory. Life Factory. Das ist eine amerikanische Marke, die aus Glas ist und man kann die Nuckis oben nachbestellen. Und das ist das beste Fläschchen, das ich je hatte. Warum auch immer. Es funktioniert super. Die Kinder nehmen es gerne und eine liebe Freundin hat mich drauf gebracht. Und die sind zwar an sich etwas teurer, weil sie aus Glas sind, aber sie sind viel besser zu reinigen. Sie halten viel länger und obwohl sie aus Glas sind, gehen sie nicht so schnell kaputt. Vielleicht hole ich jetzt dann noch schnell mal eine. Die gibt es in klein. Das sind die kleinen. Ich habe zwei von den kleinen und in doppelt so groß. Die kleinen sind 120 bis 125 Milliliter und die großen sind 250 Milliliter. Ich linke euch unten in der Description, wo ihr das bekommen könnt oder bestellen könnt. Und ich glaube, in Wien auf der Marielwestraße gibt es auch ein tolles Geschäft, wo man die besorgen kann und die Nuckis nachkaufen kann. Gut. Das mal als Tipp von mir. Gut. Sie ist dann, wir sind dann um kurz nach 22 Uhr auch ins Bett gegangen. Wir waren furchtbar müde. Und sie ist dann nach einer halben Stunde nochmal aufgewacht. Ich glaube, dass sie schlecht geträumt hat. Ich weiß nicht. Und kann natürlich immer passieren, ja. Auch wenn man untertags gut geschlafen hat, kann noch immer ein Albtraum passieren. Aber so ist es halt. Und um 0 Uhr hat sie nochmal ein Fläschchen getrunken. Wie gesagt, wenn sie abends nicht gut ist, oder was heißt gut,
nicht ausreichend ist, weil sie zum Beispiel abgelenkt ist oder weil sie einfach nicht mehr essen möchte und im Nachhinein dann drauf kommt, dass sie eigentlich noch Hunger hat, dann macht sie öfter auf und möchte dann nochmal was trinken. Und dann hat sie mir ins Bett genommen und wir haben dann einfach gemeinsam geschlafen. Sie ist dann an der Brust eingeschlafen. Ich war dann einfach schon zu müde, ich wollte nicht mehr. Und ich habe sie gegen 2 Uhr dann zurück in ihr Bett gelegt, ohne extra Fläschchen. Und dann hat sie bis um 4 geschlafen, also wieder 2 Stunden. Das ist in Ordnung. Und von 4 bis um 6.20 Uhr ungefähr, ist anscheinend auch ein bisschen, sie ist sehr rhythmisiert anscheinend in dem Aufwachen. Und um 7.40 Uhr, glaube ich, ist sie aufgewacht. Komplett. Meine Mama war dann so nett, dann hat sie ein bisschen mit rausgenommen, ist mit den Kindern auch rausgegangen, damit ich noch ein bisschen nachschlafen kann. Nachschlafen bringt doch fast nichts, weil ich dann trotzdem sehr müde bin. Was soll ich machen? Habe ich sie zu mir ins Bett genommen und habe sie nochmal gestillt, weil ich davon überzeugt bin, dass sie einfach wieder ein bisschen was zu verarbeiten hatte. Man muss bitte dazu sagen, wegen dem Verarbeiten. Sie nimmt keinen Lulli, sie nimmt keinen Schnuller. Sie hat sonst, sie tut Gott sei Dank nicht Daumennuckeln oder ähnliches. Somit hat sie jetzt nicht die Möglichkeit, abseits der Brust sich runterzuholen. Und das ist der erste Mechanismus, den Kinder lernen oder den Kinder sich angewöhnen, sich zu beruhigen. Es ist so viel mehr als nur, oh, stillen, es gibt was zu trinken oder zu essen. Es geht darum, dass die Kinder das als Beruhigung brauchen, zur Beruhigung brauchen. Hannah war ein Frühchen, ein größeres Frühchen, Gott sei Dank. Sie ist 3,5 Wochen zu früh gekommen und war leider trotzdem sehr klein, weil sie leider nicht gut versorgt wurde im Mutterleib. Und ich habe dann anscheinend schon ab der 20. Schwangerschaftswoche eine Präeklampsie entwickelt, die zwar gut, also die gut beobachtet wurde. Zu dem Zeitpunkt war es noch keine Diagnose, sondern nur ein Verdacht. Und in der 35. Woche, Anfang 36. Schwangerschaftswoche haben sich die Vergiftungsanzeichen sozusagen verstärkt. Und ich kann euch dazu mal ein separates Video drehen, wenn es euch interessiert. Und es wurde entschieden, sie zu holen bzw. später dann einzuleiten. Und man merkt das in dem Sinn, weil sie altersgemäß, also dem Alter gemäß, wirklich recht zart ist an sich. Ja. Also sie sieht noch sehr babyhaft aus. Und andere Kinder mit 13, 14 Monaten, die auch gerade zum Gehen anfangen zum Beispiel, sehen schon sehr nach Kleinkind aus. Ich kann den Unterschied jetzt nicht gut erklären, ohne ein Bildbeispiel zu geben. Mache ich aber nicht. Und sie hat Gott sei Dank keine Defizite. Ihr geht super, sie ist gesundheitlich fit. Passt alles, ja. Also vielen Dank an wen auch immer. Und trotzdem merkt man, dass sie einfach kleiner ist als die anderen. Der Kinderarzt ist trotzdem sehr zufrieden. Er meint, dass sie sicher nicht, also dass man sie in einem Jahr nicht mehr merkt. Ja? Also es ist jetzt nur am Anfang, wo die Kinder so extreme Sprünge machen, dass man es merkt. Aber sonst ist alles gut bei ihr. Mami sein ist hart. Es gibt so viele Meinungen da draußen. Sobald man schwanger ist, hat jeder eine Meinung zu deinem Baby und zu deinem Verhalten und als Mutter und als Partnerin und oder als Ehefrau. Und
Es ist so hart, dem ganzen Druck gerecht zu werden. Okay, jetzt werden wir ein bisschen philosophisch, tut mir leid, aber aktuell ist es wirklich schwer für mich, weil nach einem Jahr hat niemand mehr Verständnis dafür. Außer Mamis vielleicht. Nach einem Jahr rollen alle mit den Augen, wenn ich gefragt werde, und wie schläft sie? Und ich sage, ja, nicht so prickelnd. Dann rollen sie die Augen oder kommen mit guten Tipps. Wie zum Beispiel, dann gib ihr doch Dreiernahrung oder Zweiernahrung. Oder willst du nicht bald mal abstillen? Sie ist schon zu alt fürs Familienbett. Hat ihr dann überhaupt noch ein Privatleben? Ja, unsere Kinder sind unser Privatleben. Alles andere lässt sich schon regeln. Die letzte Woche war sehr intensiv, weil ich versucht habe, was umzustellen. Natürlich ist es ein Prozess und es dauert und das ist auch voll in Ordnung. Aber das heißt trotzdem nicht, dass ich nach einem Jahr, nur weil sie jetzt 13 Monate alt ist, kein Recht mehr habe, müde zu sein. Oder kein Recht mehr habe zu sagen, ich kann nicht mehr. Das ist einfach nicht richtig und diesem Druck dürfen wir uns nicht unterlegen lassen. Vor allem nicht von anderen. Ich glaube, als Mutter hat man generell oder auch als alleinerziehender Vater oder als Vater, der sich zum Beispiel gerade in Karenz befindet und Großteil die Kinder macht. Wir haben das Recht, sagen zu dürfen, ich brauche Pause. Ich brauche Pause von den Kindern. Es ist absolut legitim zu sagen, ich brauche jetzt mal Zeit für mich. Und diese Supermamis und was weiß ich, Pinterest-Mamis und alles muss sauber und alles muss perfekt sein und die Kinder müssen nicht nur brav, sondern auch von oben bis unten wie geleckt aussehen. Ist es euer Ernst? Meine Kinder sind dreckig, manchmal. Meine Kinder dürfen im Schlamm herumhüpfen. Meine Kinder dürfen im Sand spielen. Meine Kinder haben aber auch mal Zeit für sich. Es wird nicht permanent die Kinder bespaßt bei uns. Es ist nicht, die Kinder lernen nicht nur von außen. Sie müssen auch lernen, sich um sich selbst zu kümmern. Damit meine ich nicht, dass sie alleine gelassen werden, sondern dass zum Beispiel, seit die Kleine da ist, wird am Wochenende, wenn die Kleine schläft, wird Raphael gebeten, sich zum Beispiel ein Buch anzusehen alleine. Oder er darf in seinem Zimmer spielen und er wird aber gebeten, etwas leise zu spielen. Es ist nicht nötig, die Kinder von außen permanent zu beschäftigen. Weil das hat einen ganz großen Nachteil. In dem Moment, wo wir brauchen, wo wir das brauchen, wo wir uns um etwas Wichtigeres kümmern müssen, können die Kinder das nicht. Wie sollen sie das dann à la minute lernen? Das geht nicht. Ich bin kein Fan davon, dass die Kinder vom Fernseher gesetzt werden. Aber zum Beispiel bei uns zu Hause gibt es auch einen Fernseher. Jetzt kommt gleich der Shitstorm, aber ich kann damit umgehen. Wir haben begonnen, den Fernseher kurze Serien einzuführen, als Raphael mit ungefähr 1,5, knapp 2 Jahren eine chronische Bronchitis entwickelt hat. Und wir mussten 4 bis 6 Mal am Tag inhalieren, zur schlimmsten Zeit 6 Mal am Tag. Wie soll ich ihn 6 Mal am Tag, 10 Minuten mit 2 Jahren irgendwo hinsetzen? Mit einem Gerät vorm Mund, das ihm halbwarme Suppe ins Gesicht bläst. Ja? Natürlich haben wir uns zuerst Bücher angesehen, aber irgendwann hat es nicht mehr geholfen und deswegen durfte er sich
kurze, ausgewählte Filme ansehe. Und nein, ich werde jetzt nicht sagen, welche Filme das sind, weil ich befürchte, dass dann unter meinen Kommentaren abgeht. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Lasst wieder ein Like da und schreibt mir unten in die Kommentare, wie es euch geht nach knapp einer Woche. Also ich werde jetzt die nächsten 2 Tage noch durchziehen und dann ein paar Tage zwischen den Schlafupdates vergehen lassen, damit es nicht langweilig wird. Und gab es irgendwelche Tipps und Tricks, die ihr probiert habt, die auf lange Sicht geholfen haben? Oder würdet ihr etwas empfehlen? Ich würde mich freuen, wenn ihr mir das unten reinschreibt. Und ich verlinke euch die Sachen, die ich vorher gesagt habe, unten in der Infobox. Und ich freue mich, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Bis dann!